Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir auf meinem Kanal. Ihr seht schon, ich habe seit langem mal wieder einen Profilzylinder vor mir liegen. Diesmal ist es ein Profilzylinder der Firma CES. Dieser Zylinder ist, wie man schon sieht, ein Standardprofil. Ist auch, wenn man das genau sich anschaut, eine Leihgabe bzw. ein bereits gebrauchter Zylinder. Die genaue Bezeichnung des Zylindertyps ist 802,5. Weil das nämlich ein Halbzylinder ist und das 802 bedeutet einfach nur, dass es ein Normal- bzw. Standardprofil ist. Und wenn wir uns den Schlüssel hier anschauen, sehen wir schon, der hat ziemlich brutale Tiefen und Höhen. Das bedeutet, der Pick könnte sogar etwas challenging sein. Der Zylinder hat 5 Pins und hat an der vierten und zweiten Stelle eine Spule, sonst Standardpins, also sollte er nicht allzu schwer zu picken sein. Laufen tut er auf jeden Fall noch halbwegs flüssig. Man merkt schon, dass es auf jeden Fall ein älteres Schloss hat, damit zu tun, dass die neuen CES-Schlüssel bzw. die neuen CES-Zylinder einen Schlüssel mit einem anderen Kopf haben. Der wird hier so lang und geht hier hinten so raus. Ich blende das vielleicht mal kurz ein. Über das Baujahr habe ich leider nichts gefunden. Und ja, ich glaube, arg viel mehr gibt es auch gar nicht zu sagen. Spannen wir das Teil mal ein und schauen wir mal, wie der sich picken lässt. So, ich habe den Zylinder nun mal eingespannt. Spannen werde ich ihn mit diesem Spanner von Multipick, und zwar hier unten im Keyway. Und picken werde ich ihn mit diesem tiefen Hook. Und dann gehe ich gleich mal rein, bis hinten durch, wie auch immer. Und schau mal, was sich da setzen lässt. Bisher Pin 5 fühlt sich sehr stark an, aber den kann ich auch kaum setzen. Pin 5 ist gesetzt, würde ich sagen. Pin 4 ist auch gesetzt. Pin 2 und 3 wollen sich gar nicht setzen, Pin 1 auch nicht. Pin 2 fühlt sich wirklich sehr gesetzt an irgendwie. Pin 3, das könnte jetzt sein, dass ich den jetzt gesetzt habe. Pin 1 möchte sich immer noch nicht setzen. Schauen wir nochmal hinten. Vielleicht habe ich da auch nur irgendwo was übersehen. Ja genau, bei Pin 4 habe ich die Spule übersehen. Und Pin 1, jetzt hat er sich wirklich weitergedreht. So, jetzt schaue ich nochmal auf Pin 5. Hinten komme ich gar nicht drauf. Den habe ich gesetzt und der Zylinder ist schon offen. Okay, das ging jetzt relativ fix. Aber es war auch nicht so leicht, wie ich dachte. Da er scheinbar einfach wirklich schon so gebraucht ist, der Zylinder, dass das Picken dadurch einfach schwerer geworden ist. Da sind die Toleranzen zwar relativ riesig, aber die Abnutzungen sorgen, nehme ich einfach mal an, auch dafür, dass die Pins leichter wieder hochkommen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, den Zylinder zu picken. War tatsächlich eine größere Herausforderung, als ich dachte, da einfach die Pins schon etwas abgenutzt sind durch den Zustand. Der ist, wie gesagt, sehr lang im Gebrauch gewesen, nehme ich zumindest mal an. Sieht zumindest so aus. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, dabei zuzusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.